Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo, wir sind in den Spinnenhöhlen. In den Höhlen unter Kerzenburg. Entschuldigung. Ja, und haben hier gerade Sarivoks letzte Verteidigungswelle, die uns davon abhalten sollte, zu entkommen. Uns in ihrer entledigt. Und ich merke gerade, dass Thalisa ihren Hammer weggelegt hatte, weil. Ja. Weil wir vorher Flammenschwert gezaubert hatten. Genau. So, dann gucken wir mal. Das erste, was wir machen, ist. Denn ich verschwinde jetzt. Nicht mit Imoen Fallen suchen, sondern Imoen unsichtbar machen. Obwohl, mit Imoen Fallen suchen. Weil. Ich kenne die Höhle doch ziemlich gut. Und hier gibt es, soweit ich weiß, genau, ein paar Fallen von ein paar nicht sehr freundlichen Wesen, nämlich denen hier. Ja, immer nur ihre Spinnen. Die hat irgendwie nie Glück. Aber wir sollten die Spinnen hier ausräuchern, weil das Erfahrungspunkte gibt und nicht zu wenige. Gut. Wir sollten dabei aber immer vorsichtig vorgehen. Weil zum einen sind die Gänge hier recht eng. Zum anderen läuft Binz gerade irgendwo hin. Ihr habt so gut ich kann. Was wollt ich hab genug und zum davon. Anderen haben sie halt ihre Spinnennetzfallen überall aufgestellt. Okay, wir haben nur noch einen Feuerpfeil. Ich verschwinde jetzt. Wow, das ist eine Schwertspinne. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Blockiert sie. Schwertspinnen sind nämlich auch immer noch die gefährlichsten, deswegen geben sie das meiste an Erfahrung. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Wobei ich eigentlich der Meinung war, dass hier fast nur Phasenspinnen drin wären in dieser Höhle. So. Dann kann immerhin sich mal auf der Seite weiter umsehen. Hier unten geht's, glaube ich, irgendwo raus, ja. Das heißt, diese Brücke da, die lassen wir erst einmal. Gucken hier rein. Hier müsste sich auch mindestens eine Spinne versteckt haben, genau. Die kann sich ruhig hinterher porten. Ja. Ja, nichts leichter als den Rest sollten wir aber nachkommen lassen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wow, die hat sich da hochgeportet. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So. Das müsste die einzige hoffentlich da drin gewesen sein. Über diese Brücke gehen wir jetzt erst einmal nicht. Weil da lang geht es, glaube ich, in Richtung Ausgang. Ja, hier ist sauber. Okay, wir haben also die Seite abgedeckt. Das heißt, ganze Kompanie geht wieder hier in den großen Raum. Und immerhin guckt sich dann auf der anderen Seite um und lockt die Spinnen wieder zu uns. Ja. Auch wenn Imoen wahrscheinlich nicht begeistert ist, dass sie den Spinnenköder spielen muss, aber sie ist die Einzige, die Fallen finden und entschärfen kann, deswegen muss sie vorgehen. So, hier oben ist, glaube ich, nur ein Rundgang. Ja, hier ist nichts. Hier könnte aber eine Spinnenhöhle sein. Nein, diese Höhle ist leer. Die jedoch nicht.
So, da kommt die Spinne hinter uns her. So, und da greift sie uns auch schon an. Sehr schön. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Ich weiß, Khalid. Oh, eine Geisterspinne. Die da nicht durchpasst, deswegen läuft sie wahrscheinlich unten rum. Mal gucken, woher sie kommt. Genau, von dort. Für die Gerechtigkeit. Ich bin schon erledigt. Sie zieht sich zurück. Ich verschwinde jetzt. Hat sie sich gerade zurückgezogen? Da passt sie doch gar nicht durch, oder? Nicht so gut. Das ist jetzt schlecht. Ja, für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. Nichts leichter als das. Gib mir auf die Augen. Was wollt ihr? Ich hab hier ha. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Automatische Pause feindgesichtig. Jetzt rennt sie da durch und rennt da oben rum. Jetzt kommt sie nämlich, glaube ich, auch gleich so genau wie die andere da oben rum. Die Schwertspinne. Au, und gibt Khalid ein paar auf die Ömmel. Nicht so freundlich. Und wir können gerade nicht speichern, weil das Netz noch aktiviert ist. Gut, das ist jetzt blöd gelaufen, aber wir hatten gerade noch Glück. So, wir haben jetzt eine Geisterspinne, eine Phasenspinne und eine Schwertspinne hier drin getötet. Und noch eine Falle ausgelöst. Super, immerhin. Und ist wirklich eine tolle Fallensucherin. Und wir können nicht speichern, solange diese Fallen aktiv sind. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Okay, dann gehen wir vorsichtig mal hier lang. Gut. Okay, die beiden Fallen haben wir leider ausgelöst. Was? Nichts leichter als das. Gehen wir mal hier unten lang. So. Du bist, ich hab genug davon. Schnellspeicher nicht möglich. So, ganz vorsichtig. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo Fallen gibt. Was wollt ihr? Fallen nicht, aber eine Phasenspinne. Ja, gut. Ah, doch, eine Falle. Ja, hier lang. Die sollten wir entschärfen, so. Und die beiden Phasenspinnen da rauslocken. Was wollt ihr? Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Wir haben sie schon mal mitten in unsere Mitte teleportiert. Und Jyla hier hat keine Kugeln mehr. Aber das ist nicht so gut. Was? So. Dann muss Jyla hier halt mit Zaubern hinhalten. So waren das die einzigen Spinnen hier drin, ja. Oh, und wir konnten endlich wieder schnell speichern. Sehr schön. Gut. Genau, hier können wir auch über die Brücke gehen. Ja, gut. Und ich glaube, hier drin waren auch noch mal Spinnies. Was wollt ihr? Gut. So. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Einmal über die Brücke drüber. Nein, hier war was Schlimmeres. Ah. Nein. Nichts leichter als das. Ja, ich hab genug davon. Ja, gut. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Was die wie befallen. Okay. Du, ich hab genug davon. Döner hier, komm hierher. Ich bin wie befallen. Jetzt muss ich, will ich mal die Schutzformel gegen Versteinerung ausprobieren, die ich hier habe. Auf wen wirken die alles? Ich kann sie auf jeden Fall schon mal
Ah ja, ich kann sie einfach so sprechen. Gut. Dann das wieder da rein, das dahin, das dahin. Obwohl, Formeln kommen da hinten hin, trinke da vorne ein bisschen Ordnung, auch wenn sie kaum Platz hat. Was wollt ihr? Was? So, du kannst mal das noch zaubern. Ja, gut. Dann können die beiden die Basilisken hier plätten. Genau dich hier. Ihr seid nämlich beide immun gegen die Versteinerung, die beiden wirken können. Und die beiden geben auf jeden Fall verdammt viele Erfahrungspunkte. Wenn niemand besser geeignet ist. So, ein Edelsteinchen. Und es hat gerade mal wieder... Ja doch, immerhin hat Platz. Ich hab genug davon. Ich bin voll. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Okay, das waren zwei Basilisken. Gucken wir mal, ob hier noch einer rumgeistert. Sicher ist sicher. Ich hätte die anderen nicht nachziehen sollen, bevor ich das geguckt hätte. So. Nein. Okay. Ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. Eine Halskette und Khalid hat einen Edelstein. So. Gut. Und du hast das normale Buch. Okay. Was? Gut, das heißt, wir sind kurz davor, diese Höhle zu verlassen. Zum Glück. Raus hier. Ja, beinahe unter meiner Würde. Oh, da kommt noch einer, der uns in die Quere kommen will, hä? Wird auch Zeit, dass ihr hier blicken lasst, Pratt. Pratt, stimmt's doch, oder? Ich muss ja wohl nicht erklären, dass wir Sarivok besser nicht warten lassen sollten. Ihr hattet doch hoffentlich keinen Ärger da drin. Er sagte, dass die Mönche drauf reingefallen sind und Talisa hinter Schloss und Riegel sitzt. Deswegen hat er den oberen Weg aus der Feste genommen, anstatt euch in der Grabanlage zu treffen. Wir müssen uns wirklich beeilen, um ihn noch einzuholen. Tut mir schrecklich leid, aber ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich heiße Talisa und habe keine Lust, in eine Verschwörung verwickelt zu werden. Ah ja, Pratt, das bin ich. Warum sollten wir nochmal in der Grabanlage warten? Ja, ich heiße Pratt. Pratt ist mein Name. Wo sollten wir uns mit Sarivok treffen? Ja, ich heiße Pratt. Und wer ist nochmal dieser Sarivok? Wo sollten wir uns nochmal mit Sarivok treffen? Natürlich in der Basis des Einzentrotz im Baldur's Tor. Er hat auch anderswo in der Stadt zu tun, aber für uns fällt bestimmt was ab, wenn wir dort auf ihn warten. Es ist allerdings noch einiges zu tun, daher wird er nicht allzu bald auftauchen, fürchte ich. Falls dies das Fall wird, uns den Weg ebnen, doch wir müssen trotzdem schnell handeln. Sarivok wird immer schneller ungeduldig, also los. Entschuldige, aber warum sollten wir nochmal in der Grabanlage warten? Der Grund? Hat Sarivok euch den nicht gesagt? Vielleicht hat er das ja nicht. Er hat eine Neigung, Informationen nur weiterzugeben, wenn es sein muss. Jetzt ist es aber auch egal. Die Mönche der Feste, fest davon überzeugt, dass Talisa die Anführer des Eisenthrons ohne Grund ermordet hat. Na gut, Talisa hatte ihre Gründe und sie hat sie eigentlich auch umgehauen, sozusagen. Aber es war kein kaltblütiger Mord. Talisa ist hinter Gittern und bis alle zum Prozess des Baldur's Tor ankommen, hat Sarivok die Stadt bereits unter Kontrolle. Er kann da allein über Talisas Schicksal entscheiden. Ihr und eure Bande braucht den Fluchtweg des Chefs nun nicht freizuhalten. Alles lief nach Plan. Sollen wir jetzt gehen? Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Dafür werdet ihr sterben. Alles klar, dann wollen wir Sarivok treffen. Schließlich soll er uns nicht wie Räter und die anderen angreifen. Ihr solltet mir das alles gleich erzählen. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Auf mich ziehen eure Pläne ab. Also, es kommt mir schon ziemlich prätentiös vor, euch Sarivoks gefährlichsten Feind zu nennen. Vor dem hätte ich etwas mehr Tücke erwartet. Warum er denkt, dass ihr seine Machtübernahme in Baldur's Tor vereiteln könnt, weiß ich wirklich nicht. Macht es euch was aus, wenn ich nicht zum Kämpfen bleibe, da ich wirklich Wichtiges zu tun habe. Schließlich müssen wir ja einen Krieg anzetteln, wie ihr wisst. Okay.
Jemand hat sich viel Mühe gegeben, sicherzustellen, dass Ulran glaubt, wir hätten die Anführer des Eisenthrons ermordet. Wer möchte den Eisenthron tot sehen? Das heißt, außer uns.